HD 750 Video Teil 2. Der Heli steht hier flugfertig neben mir. Wir beide haben bereits ungefähr 50 Flüge hinter uns. In diesem Video zeige ich euch mein gewähltes Setup und einige kleine Veränderungen, die ich hier noch dran gemacht habe. Mein persönliches Update 2.0, wenn man so will. Und dann habe ich noch einige Tipps für euch und natürlich mein Gesamteindruck von diesem Helikopter. Viel Spaß! So, die kleinen Veränderungen, die ich hier gemacht habe, Veränderungen, Verbesserungen an dem HD 750, gehe ich einfach mal durch. Betrifft nicht immer nur diesen Helikopter, sondern ist durchaus übertragbar für andere Helis. Zum Beispiel der Punkt 1 hier, den ich ansprechen möchte, und zwar die Haube. Geht die Haube richtig rauf und runter? Das sind ja so Kleinigkeiten, die mir voll auf die Nüsse gehen, wenn ich auf dem Platz bin und ich muss die Haube darauf fummeln oder ich kriege sie nicht richtig ab. Ich erinnere mich an meinem ersten 450er, da musste der Lipo so weit nach vorne, damit der Schwerpunkt stimmt, dann ging aber die Haube wieder nicht rauf und dann musste man ihn da irgendwie raufquetschen und dann ist die eingerissen und oh, das war, dann hatte ich schon wieder die Schnauze voll. Ich hätte schon wieder nach Hause fahren können, aber hatte schon keinen Bock mehr. Das betrifft diesen Heli nicht. Das betrifft die Haube überhaupt nicht hier. Das funktioniert alles hervorragend. Sie geht rauf und runter, wie sich das gehört. Zeige ich euch gleich nochmal. Modifizieren musste ich die Haubenverschlüsse. Da hat der Markus von RC, Augenblick, von ehelis.de, genau. Der hat diese Haubenverschlüsse, die auch viele andere Leute haben, mit diesem kleinen Nippel, den man hier erst reindrücken muss, um dann die Haube abzuziehen. Das ist für mich persönlich kontraproduktiv und hier auch nicht ganz so toll, weil man kann hier nicht drunter greifen. Also man muss reindrücken und dann drunter greifen, um zu ziehen. Fand ich persönlich nicht so toll. Deswegen habe ich gewählt die Tenax Haubenverschlüsse, oder die heißen jetzt Loks, glaube ich. Woher kenne ich die? Ich bin ja ein Kind aus Niedersachsen, von der Küste, nee, von der Nordsee. Und eine Bude hatten wir die auch gehabt für die Pesenning zum Auf- und Zumachen, ne? Damit wir ein Schutzschild haben, damit uns der Himmel nicht auf den Kopf fällt. So, daher kenne ich die. Also die sind ganz cool und die finde ich sehr, sehr gut, weil man zieht dran, dann öffnen die sich und man kann weiterziehen und nimmt die Haube. So, wunderbar, funktioniert das. Hier waren ursprünglich zwei Magnete drauf. Und diese Neodym-Magnete, die sind so fest gewesen, da musste ich einen von abnehmen, weil man hat Angst gehabt, die Haube zerreißt durch diese Losbrechkräfte von diesen Magneten. Mal sehen, ob ich das im Sitzen auch so locker hinbekomme. Ja. Ja. So wünscht man sich das doch, eine Haube auf- und abzunehmen. War am Anfang nicht ganz so, denn ich musste ein bisschen dran rumfeilen, hier unten. Das zeige ich euch jetzt mal anhand von ein paar Bilderchen. Hier nochmal die Schnellverschlüsse. Loks heißen jetzt. Und im Original die untere Haubenführung, so heißt die, glaube ich, sieht so aus. Und da musste ich tatsächlich ein bisschen fummeln, um die Haube da unten reinzubekommen. Was habe ich gemacht? Ich habe das angezeichnet hier mit so einem Edding, um dann den Dremel rauszuholen und das wegzuschleifen. Hier habe ich das einfach so geöffnet in Trichterform und jetzt ist es nicht mehr so fummelig, die Haube dort reinzubekommen. Und sie sitzt immer noch perfekt. Und ich habe im unteren Bereich, sieht man hier ja auch, noch ein Haubengummi, so einen Kantenschutz draufgeklebt. Und das funktioniert das wirklich hervorragend.
Wenn wir dabei sind, dann ist gleich die nächste Modifikation. Und zwar habe ich das Heck ein bisschen angehoben. Hier auf diesem Bild sieht man noch das Originalheck. Nicht das Heck, sondern die Originalbefestigung. Und die Finne ist im Original 2,5 cm über der Erde. Das wäre mir einfach zu wenig, weil wir haben keinen Asphaltplatz, sondern wir haben einen Rasen, der gepflegt wird von Bernd. Natürlich nochmal vielen Dank dafür, sehr gepflegt sogar. Aber dann haut doch ab und zu das Rotorblatt mal in das Gras rein. Das ist nämlich nur 5 cm über der Erde. So, das gefällt mir nicht. Also, was tun? Das Heck einfach dezent anheben, ganz leicht. Man kann es hier sehen. Wie habe ich das gemacht? Hier nochmal die Nahaufnahme. Und zwar habe ich einfach das Loch verlängert, ein Langloch reingebohrt. Hier sieht man es nochmal sehr gut. Und somit habe ich dann das Heck anheben können. Das erklärt natürlich auch die Unterlegscheiben, die ich da jetzt drauf gemacht habe, damit mir das alles nicht wegbricht. Und siehe da, das Heck wurde von 2,5 auf 5,5 cm angehoben, hier die Finne. Und dann nochmal das Rotorblatt von 5 cm auf 8 cm. Das gefiel mir natürlich viel, viel besser. Dann komme ich zur Lipoaufnahme hier. Die Liposchiene im Video 1 habe ich ja gesagt, das ist also ein bisschen tricky und das hakelt noch ein bisschen, weil es neu ist. Stimmt ja auch. Ich habe das alles ein bisschen beschleunigt, indem ich einfach mit 600er Schmirgelpapier die Liposchiene entgratet habe. Beide, also ich habe ja zwei. Und das flutscht dann auch tatsächlich hervorragend. Aber eine Sache gefiel mir überhaupt nicht. Und zwar, dass ich es nicht richtig greifen kann hier. Da ist zwar dieser Haken hier oben, der in die Querverbindung reinhakt, was er sehr gut macht übrigens, aber ich rutsche da immer so drüber weg. Ich brauche meine zweite Hand, um den Lipo rauszuziehen. Das geht natürlich gar nicht. Also muss ich mir irgendwas ausdenken und ich habe eine Lösung. Bei dem zweiten habe ich es schon vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Hier unten habe ich einen kleinen Hilfehaken rangebaut, zeige ich euch gleich nochmal. Und jetzt kann ich es tatsächlich wunderbar greifen, rein und raus, ohne dass ich meine zweite Hand dazu brauche, höchstens zum Festhalten hier. Das funktioniert tatsächlich hervorragend. Wie sieht das vom Nahen aus? Und zwar, hier oben ist der Haken und auf der Unterseite, hier auf diesem ersten Bild, könnt ihr mein Aluminium-Zusatzhaken für den Zeigefinger sehen. Hier von der anderen Seite. Wer einen 3D-Drucker hat, der ist natürlich viel, viel besser. Der macht das irgendwie mit einem 3D-Drucker. Sowas habe ich aber nicht. Ich musste in die Garage mein Werkzeug rausholen. So ein altes Winkel. Teil hatte ich noch aus dem Baumarkt, aus Aluminium. Und daraus habe ich mir dann diesen Hilfshaken zusammengebastelt. Die 4 Löcher reingebohrt, mit einem größeren Bohrer noch damit die Senkkopfschrauben auch tatsächlich verschwinden und da keine scharfen Kanten bleiben. Ich brauchte noch nicht mal neue Schrauben. Die Originalschrauben, die sind lang genug gewesen. Und das hat wirklich hervorragend funktioniert. Ich habe hier noch einen zweiten. Muss ich noch die Löcher reinbohren, dann kriegt der hier natürlich auch diesen Haken dran. So easy. Wem es noch nicht aufgefallen ist, ich habe den auch noch mal ein bisschen aufgepimpt hier, ein bisschen designt. Mein Helikopter an den Kufen mit roten und weißen Streifen, ein paar Aufkleber noch drüber. Das Heckrohr auch noch mal mit einem roten und einem weißen Streifen sowie die Finne noch mal ganz dezent. Fand ich ein bisschen hübscher, sieht ein bisschen freundlicher aus, ein bisschen fröhlicher, sage ich jetzt mal. Als nächstes ein Tipp für die Blatthalter und die Rotorblätter. Die meine Kompositblätter, die waren etwas zu dünn,
also zu schmal, und die brauchen Distanzscheiben. Und wer kennt das nicht, das Problem mit den Distanzscheiben? Eins oben, eins unten, und dann verrutschen die ja dort nach rechts, links, vorne, hinten, und man kriegt wieder eine Krise, wenn der Bolzen da durch soll, und das funktioniert alles nicht, weil es alles verrutscht. Das kann nicht passieren mit den Distanzscheiben hier von der Firma Goblin. Die haben so ein kleines Hütchen, und das passt perfekt in diese Nut von den Blatthaltern rein. Dann können sie wenigstens nicht mehr nach rechts, links verrutschen, sondern nur noch nach vorne und nach hinten. Und das erspart einen sehr, sehr viel Ärger. Hier nochmal eine Großaufnahme, falls die einer bestellen will, mit der Bestellnummer da oben. Die sind wirklich hervorragend, richtig geil. Um den Heckzahnriemen problemlos zu spannen, habe ich hier noch eine kleine Tool-Zusammenführung, einen 1,5er Imbus, den wir ja brauchen. Und dann ist das hier so ein Kreuz-Multi-Tool vom 1,10er CK, habe ich die, glaube ich, hierher. Der passt ja nämlich wunderbar durch. Und man kann hier die Mutter lösen, dann den Zahnriemen spannen, also die Spannrolle, und dann wieder festziehen, ohne dass sich da wieder irgendwas verschiebt. Funktioniert wirklich hervorragend. Hier nochmal vom Nahen zu sehen. Als kleiner Tipp vielleicht einfach nur mal. By the way, noch ein tricky Tool hier, und zwar hat mir das der Markus, der Vorbesitzer, mitgegeben für den Einbau der Servos, was man ja Gott sei Dank hoffentlich nur ein einziges Mal macht. Ein verkürzter Imbusschlüssel, denn man kommt an die unteren Befestigungsschrauben der Servos, kommt man wirklich mit einem normalen Imbusschlüssel sehr schlecht bis gar nicht ran. Und da ist der Trick ganz einfach, den Imbusschlüssel abzusägen, zu kürzen. Ein Spezialwerkzeug ist hier entstanden, und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Und was haben wir noch auf meinem Spickzettel? Es gibt keinen Transportblatthalter von der Firma HD Helicopters. Der Vorbesitzer, der Markus, hat sich hier einen zurechtgeschnitten von Align, von einem T-Rex 700, vom Speedrumpf ist das hier, die so breiten. Die kann man sich so hinschnibbeln, dass der gut hier drauf passt. Aber ich verstehe nicht, warum HD Helicopters hier keinen anbietet. Oder ich habe ihn übersehen auf der Liste, kann natürlich auch sein. Dann beachtet bitte, hier ist alles ausgelegt an diesem Heli für Motoren mit 8 mm Welle. Standard oder am meisten verbreitet sind Motoren mit einer 6 mm Welle. Da müsst ihr dran denken, weil diese Riemenräder, die gibt es nur mit einem 8 mm Loch. Und ich habe auch nicht gefunden auf der Seite von HD Helikopters ein Distanzstück von 6 auf 8 mm. Das würde das Problem ja locker lösen hier. Aber es hat ja nicht jeder die Möglichkeit, so ich jetzt zum Beispiel, sich so ein Distanzstück zu bauen oder bauen zu lassen. Da nochmal dran denken, dass das da kleine Probleme geben könnte. Dann als nächstes unterhalten wir uns über die Antriebseinheit, Motor und Regler. Und einigen von euch ist es vielleicht schon aufgefallen, keiner von den Motoren, die ich im Video 1 vorgestellt habe, hat es letztendlich geschafft, hier drauf dauerhaft Platz zu nehmen und seine Arbeit zu verrichten. Der X-Nova hier, das hat sich bestätigt, der dreht einfach zu hoch mit seinen 425 kV. Zeige ich euch gleich nochmal in einer Tabelle. Die beiden Line-Motoren, der 800er und der gewickelte 850er mit den 8 mm Wellen, wenn das schon aufgefallen ist hier, die sind ja umgebaut auf 8 mm Welle. Die haben Bums wie Sau, ohne Frage. Richtig geil. Aber was mir überhaupt nicht gefällt, und ich habe es auch nicht wegbekommen, ist dieses Tinnitus-Pfeifen. Haben die gehabt hier. Die mögen den Regler nicht, keine Ahnung. Ich habe an dem Timing rumgeschraubt und an der PWM-Frequenz hoch runter. Ich konnte dieses Pfeifen in den Drehzahlbereich so ein bisschen verschieben, und ich konnte es auch so ein bisschen dämpfen, aber so richtig weg war es nie. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Also damit kann ich nicht leben. Da macht mir der Handy einfach keinen Spaß mehr, wenn ich immer dieses Pfeifen da oben höre. Was tun? Ich konnte ja, das war ja das Tolle,
endlich die Drehzahl ermitteln anhand dieses Magic Mirror Teils hier, die tatsächliche Kopfdrehzahl, völlig cool. Und konnte dann immer eintragen im Drehzahlrechner in der Hauptzahnradzähne diesen Faktor 211, der passt nämlich hier zu dem HD 750 und dann spuckt er mir auch die tatsächliche Drehzahl raus. Und ich hatte noch einen 700er Heli hier rumstehen, den ich nicht mehr fliege, mit dem Pyro 800 mit 480 kV, und das passt. Und einem Contronic Cosmic Regler, der war da auch noch drauf. Den Pyro, wie ihr sehen könnt, habe ich hier drauf gebaut und habe das 22er Riemenrad genommen. Das passt ganz gut. Und den Regler wieder auf Standard-Werkseinstellung gestellt, den Governor anprogrammiert auf 50% hochgehoben und siehe da, das kreischt mal weg. Super. Jetzt ist alles richtig geil und es funktioniert alles sehr gut. Der Pyro harmoniert tatsächlich mit dem Homing-Regler und es ist eigentlich nicht notwendig, diesen Cosmic-Regler darauf zu bauen, obwohl es natürlich optisch natürlich super dazu passen würde. Die Haube ist rot, der Motor ist rot, der Regler ist hier auch rot und es ist natürlich auch voll der Angeberregler hier, ne? Eigentlich nicht notwendig, aber ich glaube, ich mache es trotzdem, weil das passt einfach besser zusammen, rein optisch. So. Gut, dann zeige ich euch jetzt nochmal die Tabelle, die ich erstellt habe. Die von mir erstellte Kopfdrehzahltabelle, hier ist sie, mit dem letztendlich verbauten Motor, dem Pyro 800 mit 480 kV und einem 22er Riemenrad. Meine Favoritendrehzahl sind knapp 1650 Umdrehungen oben am Kopf bei einer Regleröffnung von 74%. Die zweite Drehzahl, die ich einprogrammiert habe in meiner Spektrum, sind 1820 Umdrehungen am Kopf, tatsächliche Umdrehungen bei 82% Regleröffnung. Die fliege ich aber recht selten. Für euch nochmal zum Vervollständigen die anderen Motoren, die ich vorhin vorgestellt habe, die vorgesehen waren. Der allein 440 kV, der 800er oder der mit der Tuningwicklung hier, mit der tatsächlichen Drehzahl von 415 kV, der 850er. Was die oben am Kopf ausspucken mit den Regleröffnungen und den Riemenrädern. Gar nicht erst verbaut habe ich den X-Nova. Das hat sich nämlich bestätigt mit den 525 kV. Der dreht mir selbst mit einem 22er Riemenrad einfach, der dreht mir einfach zu hoch. Ich brauche diese hohen Drehzahlen nicht. Drehzahlrechner mache ich nochmal kurz auf, hier von Freakware. Hier ist auch dieser ermittelte Faktor 211, den ihr hier eintragen müsst beim HD 750, um auf eine tatsächliche Kopfdrehzahl zu kommen. Hier ist der Contronic 480 und die Regleröffnung von 74%. Wenn wir da jetzt 81 eingeben, zack, dann kommen wir genau auf eine Kopfdrehzahl von 1800. Aber das sollte ja bekannt sein. Der zweite ist vom Heli 24, der ist also genauso gut. Der spuckt zusätzlich noch die Getriebeübersetzung raus hier. Was man hier nicht machen kann, 81, 82, 83% eingeben. Der hat seine festen Regleröffnungen, was aber ja auch völlig in Ordnung ist. Ein paar Worte noch zur Heckeinheit, zum Heckrotor. Das betrifft aber eigentlich alle Helikopter. Nur ist es hier bei dem HD 750, es ist hier aufgefallen, wie laut so ein Heck werden kann ab ungefähr 1900 Umdrehungen am Rotorkopf hier. Fängt das Heck an, immer lauter zu werden. Warum ist es hier aufgefallen? Weil von vorne, da kommen nicht viele mechanischen Geräusche. Durch die Zahnriemen, die da laufen, läuft das alles super leise und super butterweich. Und das Heck hört man natürlich dann umso mehr. Ich hatte erst meine Blätter in Verdacht hier, die Komposit. Das sind alles 115er Blätter hier. Und dann habe ich mir die SAWs hier geholt und ich bilde mir ein, dass sie etwas leiser sind. Ich werde noch die X-Blitz hier mal probieren und mal
Mal sehen, wie das Ergebnis dann so ist. Was habe ich noch für euch? Ich habe draußen noch ein paar Fotos gemacht in der Sonne vom fertig aufgebauten Helikopter. Hier die Servos von Servo King, die sind ja geblieben, wie aus dem ersten Video. Das V-Stabineo habe ich drauf gebaut. Und natürlich habe ich alle Kabel gekürzt auf die richtige Länge und mit neuen Steckern versehen, beziehungsweise neu gecrimpt. Ich kann es nicht leiden, wenn da die Kabel zusammengefummelt werden mit Kabelbindern und dann da irgendwo rumflattern. Das mag ich also nicht. Was ist noch interessant für euch? Das Gewicht natürlich. Flugfertig. Es ist ein 750er Helikopter, nicht vergessen. Mit einem 12S 5000er Lipopack wiegt dieser Heli 6,2 Kilogramm. Ist so. Merkt man aber überhaupt nicht. Was gefällt mir noch vom Design her? Und zwar ist das die süße Stupsnase, die die Designer diesem Helikopter verpasst haben. Finde ich super. Die anderen Helis haben immer so eine spitze Nase. Das ist einer, der so eine kleine Kleopatra-Nase hat. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie fliegt sich denn dieser Heli? Ja. Wie fliegt sich dieser Helikopter? Mit einem Wort, er fliegt sich butterweich. Ich glaube, das sagt alles. Er macht richtig viel Spaß. Er macht keine mechanischen Geräusche durch die ganzen Zahnriemen, die da laufen. Also er hat meine Erwartungen, meine hohen Erwartungen, hat er erfüllt. Macht Spaß wie Sau. Richtig geil. Der Peter war noch so nett und hat ein kleines Flugvideo gemacht von einem Flug von mir. Zeige ich euch noch mal ein Minütchen, schneide ich das mal zusammen. Und dort werdet ihr auch sehen und hören, die Kopfdrehzahl, die ist dort 1650, also eine Regleröffnung von 74%. Okay, dann wünsche ich euch dabei noch viel Spaß und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Frank. Ciao.